Gmünd in Kärnten ist in den letzten Jahren zu einer Künstlerstadt im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Das Pankratium, das Haus des Staunens, ist ein Zentrum der Kunst in der Stadt. Eine wahre Wunderwelt voll faszinierender Objekte, Farben, Formen und Töne. Die Besucher können die Kunstobjekte selbst zum Klingen bringen. Sie bestimmen somit selbst. Bloßes Betrachten der Objekte war gestern. Birgit Bachmann hat ein außergewöhnliches Kunstwerk geschaffen, die Kaaba, benannt nach dem zentralen Heiligtum des Islam in Mekka. 160 Bleistiftzeichnungen bilden einen Raum. Wände und Decke sind gezeichnet, der Boden besteht aus einer Spiegelfolie. Abstrakte Formen und Ornamente, die an die lange Kunsttradition der islamischen Welt erinnern. Im Prinzip sind es einfach Gesprächsblasen, Gedankenmomente, das, was sich in unserem Kopf eben abspielt, dieses Berühren, aber gleichzeitig auch der Respekt vor dem Raum des anderen. Birgit Bachmann hat jeden Strich in diesem Raum mit der Hand gezeichnet. Ein Unterfangen, das sich bewusst nicht an den Bedürfnissen des Kunstmarktes oder der Wirtschaftlichkeit orientiert. Hochkonzentriertes Arbeiten am Kunstwerk, still und ohne Schielen auf laute Effekte oder einfache Lösungen. Natürlich gibt es die Momente, wo man sich dann fragt, bin ich eigentlich wahnsinnig, dass ich mir sowas antue? Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass man dann sagt, okay, ich will das wirklich fertig sehen, ich will das auch wissen. Und in dem Raum stecken 1600 Stunden Lebenszeit, ist gleich Arbeitszeit, aber dann für mich auch die Überraschung, das erste Mal selber in den Raum treten zu können, ihn fertig zu sehen, dafür habe ich einfach gern gearbeitet. Birgit Bachmann, Kaaba, bis 31. Oktober im Pankratium in Gmünd in Kärnten.